Das sind natürlich nicht die lustigsten Leserbriefe. Die kann man ja jeden Tag im ND lesen, sondern es sind die ernsthaften, die guten. Wau, wau. Mau, mau. Auf Schloss El Mau. G7, genau. Dabei nur eine Frau. Wer ist schlau? Wer hört auf die Preußensau? November 2014. Ich wollte Ihnen schon anlässlich des 15. Jahrestages meiner nicht akzeptierten Abo-Kündigung schreiben. Ich hatte im Oktober 1999, hatte ich mich dazu entschlossen, weil 10 Jahre Solidarität mit den geschätzten Kollegen des einstigen Zentralorgans, so dachte ich, langsam ausreichen müssen. Meine Kündigung wurde in einem Akt des zivilen Ungehorsams nicht ernst genommen. Also der Leserbrief ist vom 27. Juli. Am 26. Juli 2008 erwähnte das ND nicht nur den gleichtagigen Geburtstag Mick Jaggers, sondern widmete dieser Figur eine mehrspaltige Notierung. Das Entscheidende blieb unerwähnt. Seine Stellung zur Oktoberrevolution. Aber eines verstehe ich ganz und gar nicht, und zwar das Verhalten der Medien. Warum hält man sich so zurück? Warum allein dieses Argument? Hier können sich doch die Experten mit Dichten herausdiskutieren. Mein Gott, da müssten doch die Alarmglocken schrillen. Denn dass es für den zeitlichen Abschnitt Tag nur einen Wert geben kann, das müsste doch eigentlich jeder verstehen, auch ohne Studium. Hier mal wenigstens nachzufragen, da wird man doch nicht unseriös. Die Medien kann man doch nicht so ignorieren, wie man es mit mir macht. Ist denn dieser Gruppenzwang so dominant? Falls Sie es immer noch bezweifeln, konfrontieren Sie einen beliebigen dieser bekennenden Einstein-Versteher. Zum Beispiel Jogi Schwab oder Vigal Boning. Mit diesem Problem und nichts in der Welt kann man sich öffentlich äußern. Muss ich mich erst strafbar machen, um eine Antwort zu erzwingen. Eventuell mit der Androhung eines Amoklaufs. Denn so langsam läuft mir die Zeit davon. Werte Redaktion, nun will ich doch wieder schreiben. Neu und lesenswert das Wochenende. Ich habe etliche Artikel für mein politisches Wirken ausgeschnitten. Dafür verzeihe ich dem ND auch verkorkste Artikel zur Programmdiskussion. Das ND kann ja nichts dafür, wenn Schreiberlinge mitunter solchen Stuss schreiben. Wie ich aus der Ankündigung erkannt habe, soll es mit der nächsten Ausgabe ja wieder besser werden. Ich habe diese und andere Artikel in einem gesonderten Ordner abgeheftet und werde sie in der für kommende Woche angekündigten Grundorganisationsversammlung auswerten. Ich bin zwar Jahrgang 24 und nach Unfall und Operation im Schleizer Pflegeheim gelandet und nach außerhalb auf Transport angewiesen, aber, wie ich so sage, nachdem mir die Ärzte meine Drähte im Kopf wieder richtig zusammengepflegt haben, lasse ich meine Genossinnen und Genossen nicht im Stich. Bitte weiter so. So, jetzt folgt kein klassischer Leserbrief, sondern ein Dialog, den ich zufällig in unserem Sekretariat mitbekommen habe neulich. Da sitzt ein netter Mitarbeiter, der ab und zu mal mit Leuten telefoniert, die ein Online-Abo abschließen wollen. Und dafür gibt es dann eine Prämie, zum Beispiel ein Frühstücksbrett oder ein Buch von einem gelehrten Menschen. Und ich habe ja nur die eine Seite gehört des Telefonats und die ging so. Möchten Sie als Abo-Prämie lieber ein Buch oder das Frühstücksbrettchen? Pause. Das Buch ist von Rainer Flassbeck und heißt Nur Deutschland kann den Euro retten. Pause. Gut, dann doch lieber das Frühstücksbrett. Griechenland, 17.04.2015. Die haben doch nichts. Denen tut doch keiner was. Da könnten wir doch von den Griechen ganz viele Waffen zurückkaufen für ganz viele Milliarden. Die Griechen hätten plötzlich ganz viel Geld und weniger Probleme. Wir hätten plötzlich noch mehr viele schöne Waffen und weniger Angst vor den Russen. Lösung Nummer 1 vom 26. Mai 2015. Die Außerirdischen, von der Wissenschaft nach wie vor vorsätzlich geleugnet, sind bereits da. 2 Ausrufezeichen. Und werden wie früher in den nächsten Jahren, Klammer auf, maximal 50, Klammer zu, offiziell und sichtbar bei uns landen. Und in ca. 1800 Jahren vernichtet die Sonne wie in jedem anderen Fall auch komplett und endgültig die Menschheit.